Barbie Girl. Bring mir was zu essen mit. Und danach wird Füße massiert, habe ich gesagt. Wenn nicht, dann rabbelt's im Karton hier. Haben wir uns verstanden? So Leute, jetzt sind wir unterwegs und ja, wir sind jetzt hier im Wald angekommen, in Bad Homburg. Das ist eine kleine Stadt neben Frankfurt und wir laufen einfach ein bisschen rum, mal ein bisschen die neue Kamera testen, mal die Umgebung uns angucken. Also ihr seht schon, hier alles ist das Ganze hier. Wir laufen mal rum und kommen mal zum Thema, und zwar warum Frauen auf Arschlöcher stehen. Das war sehr, sehr witzig, aber das kann man einfach ganz einfach erklären. Frauen stehen auf Männer, die wissen, wo es im Leben lang geht. Ja? Das heißt, die Frauen möchten einen Mann haben, der ganz klar Ziel im Leben hat, der selbstbewusst ist, der weiß, wie der Hase läuft und der einfach so, sage ich mal jetzt, ein sogenanntes Alpha-T-Syndrom hat. Ja? Ein Alpha-T-Syndrom haben halt meistens Männer, die halt Arschlöcher sind. Die wissen ganz genau, die scheißen auf alles und die sagen sich dann so, ja okay, was soll's, ich ziehe mein ganzes Leben Ding durch. Und deshalb sind meistens die Leute, die dieses Alpha-T-Syndrom haben, auch Arschlöcher. Ich meine, überlegt euch mal, kennt ihr irgendwelche Leute, beziehungsweise so Frauen, die, keine Ahnung, die zum Beispiel gerne einen Mann haben, der null Charisma hat, der gar keine Ahnung vom Leben hat, der nicht weiß, wo es lang geht? Eigentlich nicht. Ich kenne solche Leute gar nicht. Meistens suchen sich jetzt Frauen Männer aus, die wissen einfach, wie man im Leben umgeht. Ja? Die wissen einfach, okay, das sind die Ziele, das muss ich machen. Hier und dies und jenes und so weiter und so fort. Das sind meistens solche Leute. Da spielt es gar keine Rolle, ob der Mann dick oder hässlich ist. Das ist eigentlich eine Nebensache. Diese Menschen haben halt so eine Art bestimmtes Verhaltensmuster, eine Verhaltensweise. Das ist bei Frauen sehr, sehr anziehend. Ich gebe euch mal so ein Beispiel, damit ihr das besser versteht. Wenn ihr zum Beispiel in den Urlaub fliegt, wollt ihr doch gerne an den Strand und möglichst alles im Überblick haben. Das ist nämlich evolutionstechnisch so. Boah, mein Arm wird voll müde, merke ich gerade die ganze Zeit.
Also evolutionstechnisch ist es so, dass die Frauen Männer haben möchten, die einfach ihr Überleben sichern können. Das ist sehr, sehr wichtig. Das sind halt so Frauen, die sagen, okay, der Typ, der kann mein Überleben sichern, bei dem fühle ich mich wohl. Und da spielt erstmal das Aussehen keine Rolle. Also Aussehen spielt natürlich eine Rolle, aber das ist erstmal zweitrangig. Damals, ja, als bei den Zeiten, wo noch gejagt worden war, Jäger und Sammler, da war das ja auch so. Die Männer, die sind jagen gegangen und haben das Überleben der Familie gesichert. Und die Frau hat dann quasi die Familie gehütet, ja. Also das heißt die Kinder und so weiter. Und evolutionsbedingt ist es halt so, dass Frauen sich dann halt Männer aussuchen, die Überleben sichern. Der Regen hat alles zerstört gerade. Der hat meine ganze Planung ruiniert. Switchen wir rüber nach Hause. Ein weiteres Beispiel wäre, dass wenn die kleine Tochter oder die kleine Schwester den Vater oder den Bruder einen auf süß macht, weil es etwas möchte, was es vielleicht nicht bekommen würde. Das heißt, sie manipuliert den Menschen. Als ob ein kleines Kind bewusst weiß, was Manipulation ist und es dann so macht, sondern das ist auch eine Evolutionstechnik. Oder warum stehen viele Frauen auf DJs? Habt ihr euch das mal überlegt? Ein DJ steht oben an seinem Mischpult, wahrscheinlich ist sie meistens oben, und hat quasi die Macht und die Kontrolle über den Club, legt irgendwelche Platten auf, wechselt die Musik, sagt an und tut und macht und dies und jenes. Das heißt, er ist der Admin, er ist der Chief da im Club. Und alle schauen auf ihn herauf. Und deshalb stehen die Frauen auch zum Beispiel auf einen DJ. Warum? Weil er derjenige ist, der die Kontrolle hat. Und genau das ist das Alpha-Tier-Syndrom. Frauen haben eine Neigung dazu, beschützt werden zu wollen. Wer weiß, was er zu tun hat. Wer weiß, wie er in bestimmten Situationen handeln kann. Und. Die Frau möchte ihr Überleben sichern und sucht sich halt dementsprechend jemanden aus, der ihr Überleben sichern kann. Es ist einfach evolutionsbedingt so. Eine Frau schützt ihre Kinder und der Mann schützt die Familie. Dieses Arschloch ist mehr Alpha-Tier als ein Streber oder Schleimer. Denn Streber oder Schleimer zum Beispiel, und ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, sondern das ist einfach jetzt etwas oberflächlich ausgedrückt. Und wie gesagt, ihr könnt das jetzt irgendwie so glauben oder nicht glauben, aber mal als Beispiel einfach mal zu erwähnen. Zum Beispiel sagt einer so: Oh, du bist so krass hübsch, Mann. Du hast so hübsche Augen, du hast so ein hübsches Gesicht, du hast so hübsche Beine und so einen hübschen Rücken und hübsche Fingernägel und so weiter. Und vielleicht kennt man sich noch gar nicht. Dann denkt sich doch die Frau auch, weird. Das passt nicht so ganz zusammen. Ich meine, es kann doch keiner Frau ständig gefallen. Eine Frau, die richtig mega krass hübsch ist, ja, die todeshübsch ist, die weiß, dass sie hübsch ist. Und wenn diese Frau ständig Komplimente bekommt, also das müsst ihr doch irgendwie noch raushängen, ja. Also wenn man ständig Komplimente bekommt, kann man es irgendwann nicht mehr hören und das verliert irgendwie auch an Bedeutung und an Wichtigkeit. Ein Alpha-Tier lobt die Frau nicht bis zum Himmel hoch. Ein Alpha-Tier macht es ganz anders und zwar so. Es tut mir leid, Barbie Girl. Ich bin kein Arschloch. Geh mir ins Kino, ich lade dich ein. Wie wär's damit? Na, komm her. Ist zwar ein überspitztes Beispiel, aber ungefähr damit ihr versteht, was ich meine und damit ihr auch ungefähr das nachvollziehen könnt, was ich meine. Ein Alpha-Tier geht vorne ran und führt zum Beispiel die Familie und gibt der Familie und der Frau die Sicherheit,
was die Frau haben möchte. Das ist leider bei Arschlöchern oft vertreten. Und deshalb sagt man immer, warum stehen Frauen meistens auf Arschlöcher? Das sind halt so Männer, die auf alles scheißen und einfach ihren Weg gehen. Die haben ihre Ziele, die sind selbstbewusst, die machen alles Mögliche und das sind halt bei diesen Menschen öfters vertreten. Und die Frau fühlt sich dann sicher und sagt sich, okay, krass, der ist mein Ernährer, bei dem fühle ich mich wohl und bei dem fühle ich mich aufgehoben, mit dem gehe ich den Schritt mit. Es gibt auch Frauen, die sogenannte Shit-Tests machen, sage ich mal jetzt. Und das passiert auch manchmal im Unterbewusstsein, damit die einfach mal sehen, wie der Mann reagiert, was für ein Art Typ und Mensch das ist. Aber ein Alpha-Tier juckt nicht. Er geht gar nicht drauf ein, er macht da gar nicht mit und für ihn ist es einfach, ja, okay. Mach. Wenn ihr weitere Beispiele könnt, könnt ihr sie auch gerne in den Kommentaren auch schreiben. Es gibt auch zum Beispiel den Fall, wo eine Frau mit einem Rocker zusammenkommt, bittet den Rocker zum Beispiel, seine langen Haare zu kürzen und danach bittet die Frau, dass der Mann vielleicht von seinem Klamottenstil wechselt zu einem Anzugsstil und das macht auch dann der Mann und dann möchte sie noch eine Veränderung und dann noch eine Veränderung und dann in den Jahren hat der Mann sich komplett verändert und dann sagt die Frau am Ende, irgendwie habe ich das Gefühl, das harmoniert nicht mehr und trennt sich dann mit dem Mann und sucht sich dann wieder einen Rocker. Das ist so typisch. Und deshalb ist das halt so, dass Frauen meistens auf die Eigenschaft, was sogenannte Arschlöcher haben, darauf stehen, dass der Mann halt weiß, so wie es lang geht, der Ziele hat, der Pläne hat, der Ernährer ist, ja, wo sich die Frau sicher fühlt und das Überleben sichern kann, was von der Evolution halt gekommen ist oder kommt. Und das ist halt das, warum Frauen meistens dann auf diese Art von Menschen stehen. Ihr könnt natürlich gerne in den Kommentaren ausrasten und schreiben, was ihr wollt. Das ist meine Sichtweise, beziehungsweise das sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und es gibt viel Raum zum Interpretieren. Jeder hat vielleicht eine andere Sichtweise. Aber wie gesagt, das ist nun mal aus meiner Sicht und ich will auch niemandem dazu nahe treten. Aber dennoch hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat und abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns auf jeden Fall bei den nächsten Videos. Ich muss mal schauen, wann das kommt, wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Dann wünsche ich euch nochmal ein schönes restliches Jahr. Macht's gut, meine lieben Freunde. Wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Euer Cero.